Taschen und Glück auf, hier geht's endlich wieder weiter mit From Dust. Und zwar mit dem Aufgabenmodus. Fangen wir auch gleich mit den ersten an. Eine wahre Geschichte, der Nachfolger von From Dust wird eine Wasserbombensimulation, ja, feuerfrei. Feuer, schütze das Dorf vor dem Feuer. Oder ein Element nur Wasser. Ah ja, die Steuerung war ja so komisch. Das war's schon. Okay. Okay. Aha, okay. Wow. Yeah. Okay, das sind so kleine. Ah, Mist, jetzt habe ich das nicht gelesen. Zurück sogar auf. Ich wollte es erst lesen. Ich will doch das erst lesen. Mann. Ich will das lesen. Also, da braucht es gar nicht anklicken, dann wird es mir angezeigt. Der Bademeister meint es ernst. Nicht um den Pool rennen. Regenläufer. Regenläufer, errichte ein Dorf oder Element nur Wasser. Oder nicht oder Element. Soll ein Dorf errichten? Und wo muss ich jetzt dafür hin? Lass mich raten. Renn, 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 renn! Rennt! Rennt! Okay, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Okay, die hinteren, die haben ein bisschen mehr Wasser. Kommt, jetzt schafft ihr, jetzt schafft ihr. Rüber, Jungs. Rüber. Rüber, meine Dorfies. Rüber. Ja, sie schaffen es. Ihr schafft es! Aha, man muss erst mal wissen, was man tun muss. Ja, so viel zu gemütlich mal eine Aufgabe nach der anderen machen, sondern das geht relativ alles schnell. Ist ja wunderbar. Und da wird das Dorf errichtet. Hätte ich das gewusst, hätte ich das. Hätte ich nicht pausiert. Mit den 2 Wochen Pause und dann geht's mit From Dust weiter, das wurde ja auch nichts. Ich glaube, das sind ja Aufgabenzeit und wir haben es schneller geschafft. Wir hatten 2 Minuten Zeit, oder was? Ja, ist ja schön. Ja. Hab ja länger Pause gemacht, wie man mitgekriegt haben könnte oder so. Ein Tsunami wäre viel ungefährlicher, wenn es kein Wasser in der Gegend gäbe. Ausschöpfen. Was ist hier meine? Erlange das Wissen über das Wasser wieder. Reaktionsspiel oder was? So, jetzt müsst ihr nur noch hinne machen, Jungs. Ist hier alles Wasser raus? Nö, noch nicht ganz.
Hätte ich da vorher schon jemanden hinschicken können? Weiß ich gerade gar nicht. Jetzt ist die Frage, von wo kommt das? Von da. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh oh, das wird knapp. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein. Meine Dorfies. Links. Natürlich neu starten. Ups. Ja, das starten wir mal neu. Ich hab mich hier leider. Hat leider nicht sofort geklappt, das draufklicken. Letzten Tropfen auch noch weg. Und jetzt dürfte es doch funktionieren. Wenn er nicht so doof dafür ist. Komm. Run! Run, Junge! Du musst dein Dorf schützen! Ich glaube, Aquaman greift an. Oh mein Gott! Ja, super mit der unsichtbaren Wand dahinter. Glückwunsch, du hast es geschafft. Trotzdem würde ich nicht das Dorf verlassen. Yeah. Herausforderung absolviert. Du hast alle benötigten Aufgaben abgeschlossen. Du kannst das Ergebnis deiner Aktion betrachten, aber die Landschaft nicht mehr beeinflussen. Drücke Leertaste, um zum Ergebnisbildschirm zu gelangen. Ich, ja, schön. Bonuszeit. Wir hatten eine Minute Zeit. Wie soll denn das gehen? Oder verstehe ich da was falsch? Ich glaube, da wären noch ein paar schwerere gekommen. Aber alles gut Ding will Weile haben. Die Weitergabe von Wissen ist die Grundlage aller menschlichen Unternehmungen. Die große Welle. Das ist die perfekte Welle. Erde, die drei Dörfer oder Element Wasser und Erde. Ich glaube, das kann ich... Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon, das können wir gleich nochmal machen. Ja. Damit werden die Dörfer gerettet. Muss nur der Wissenstyp jetzt dahin latschen. Tun sie. Oh, jetzt habe ich Dings im Wasser. Okay, der muss so ein bisschen schneller rennen jetzt. Blöden Pflanzen da weg.
Er hat's geschafft. Mal sehen. Bist du schneller als die Welle? Ja, bist schneller als die Welle. Erste Dorf beschützt. Zweite Dorf hat schon und du bist jetzt auch gleich da. Erfolgreich Dörfer beschützt. Ich bin ein guter Gott. Ich bin ein guter Gott. Hol dich mir, ihr Schweine! Yeah! Du hast alle benötigten Aufgaben abgeschlossen. Du kannst das Ergebnis deiner Aktion mitnehmen. Ja. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Nicht wirklich lang, glaube ich. Ich mache nur jetzt noch 10 Minuten, das dürfte ja dann reichen. Schluchten. Es wird Zeit, sich noch einmal an den letzten Urlaub am Grand Canyon zu erinnern. Ich war nie am Grand Canyon. Und das werde ich auch niemals, glaub, sein. Erlange das Wissen über das Wasser wieder. Oder mit nur Wasser. Ich habe nur Wasser? Wie soll denn das gehen? Soll ich ihn runterspülen oder was? Wo? Okay, dann spüle ich ihn runter. Ist auch interessant. Mist. Spürt ihn doch... Schon klar. Ich glaube... Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das so machen muss. Aber irgendwie kommt es mir logisch vor. Ja. So, Junge, kannst du es jetzt schaffen? Lauf! Wo ist die Welle? Da kommt sie. Du schaffst es! Du schaffst es! Er schafft es! Er hat's geschafft! Yay! Ah! Ja. Wieder gleich blöde Text. Ja. Ich fühle mich gut. Denn ich bin ein guter Gott. Und ich kann meine... Oh, jetzt hab ich... Natürlich das falsche gedrückt. Zurück zur Aufgabenliste, natürlich. Vergrößern! Archimedes hätte diese Aufgabe geliebt. Ja. Um was geht's? Schütze das Dorf vor dem Feuer, bis es endgültig gelöscht ist. Nur Erde. Ich hab nur Erde? Oh! Ich bin nicht schnell genug.
Oh. Okay, ich habe nicht bedacht, dass die ja Wasserabwehr haben. Deswegen brauche ich eigentlich nur. Wir nehmen uns. Ja, nein, daneben. Aber wird es reichen? Es wird reichen. Es hat gereicht. Ah ja, ich habe ja kein Ding. Mach es halt per Hand aus. Yeah, da war das auch erledigt. Ja, relativ einfach hier, ehrlich. Cyanilum. Diese Aufgabe ist eine gut getarnte Hommage an unsere größte Inspirationsquelle. Peter Molyneux. Der soll mal hier, wie heißt es, Godos fertigstellen. Rette alle drei Dörfer auf der Halbinsel ohne Element nur Lava. Okay. Nee. Die haben Wasserabwehr. Muss ich das? Oh. Hä? Nee, jetzt ist er schon verkackt. Wir haben natürlich keine Feuerabwehr. Ich hab nur Lava. Oh. Wieder falsche Tasten gedrückt. Und wie? Indem ich das hier so ableite. Ja, das bringt das total. Der hätte ich nicht. Aber das Wasser ist hier doch gar nicht schnell genug. Okay, das hätte ich auch erstmal sehen müssen. Ja, natürlich. Natürlich möchte ich. Schneller! Wie viel schneller? Ja, was denn hiermit? Wie soll ich denn das da erreichen? Geht doch gar nicht. Gibt's da irgendwie eine Wasserpflanze, die ich da auslösen kann? Hä? Wo
Muss ich das jetzt verstehen? Ich bin jetzt... Bin ich doof oder so? Checke ich das nicht? Bin ich zu langsam? Ja, danke, dass du mich nochmal zurückwirfst. Geht da? Ich krieg's nicht hin. Schneller. Das Wasser ist zu langsam. Wenn es hier ist, ist es schon zu spät. Verstehe ich nicht. Das nervt mich gerade tierisch. Moment mal, brauche ich das Dorf denn überhaupt? Okay. Das war das Rätselslösung. Das, ja. Überraschend. Aber lesen bildet halt. Wenn du in gefährlichen Gewässern schwimmst, begegnet dir vielleicht ein Hai. Wasserspritzer. Wie, was? Haie in diesem Spiel? Seit wann? Wasserspritzer erlange das Wissen über das Wasser wieder, ohne nur Wasser. Ich muss denen natürlich auch den Befehl dazu geben. Ja. Ich bin... Ich bin schneller als diese blöde Wasserquelle.
Okay, das ist wie eins der ersten Sachen. Nur, dass der Idiot nicht läuft. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ich kann nicht ewig halten. Was macht denn der da oben? Lauf, 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 lauf. Irgendein Erdbeben kommt gerade oder so. Oder Tsunami? Da, Tsunami. Du schaffst es aber. Gut. Aber sag mal, was machst du da oben? Zurück ins Dorf. Oder wirst weggespült. Aber wir haben es geschafft. Das Dorf ist gerettet. Und damit wäre diese Folge dann auch fertig. Ah, ich dachte irgendwie, dass die Herausforderungsmodus irgendwie was anderes sind. Aber das sind ja immer so Minispielchen-mäßig. Ah, ganz cool. Finde ich gut. Ist was anderes. Ich weiß gar nicht, wie viel uns jetzt hier noch erwartet. Toll, da hätte ich echt keine Pause für machen brauchen. Das sind so 3-4 Folgen. Wenn man jetzt die Geschwindigkeit der letzten, das hier so, haben wir doch einiges geschafft in dieser Folge. Ja, 3-4 Folgen, falls, die Herausforderungen werden wohl noch ein bisschen schwerer sein. Da wird man dann vielleicht noch ein bisschen dran hängen. Deswegen maximal 10 Folgen gebe ich den Sachen. Und dann, keine Ahnung. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Glück auf, euer Hyde.